Hallo und willkommen zurück. Der nächste Teil. Toni Tass und wir machen bla, bla, weiter. Bla bla bla. Bla bla bla. Englisch. Bla, bla, Moment, wo war jetzt nochmal reden? Bla bla bla. Bla bla bla. Entschuldigt bitte, Leute. Hey Dudley. Weißt du noch die Gruppentherapie, in der wir waren, um unsere Kollegen zu ignorieren? Kollegen? Wir haben Kollegen? Ach du liebe Zeit. Wisst ihr, was mit meinem Hündchen passiert ist? Hey, und wir sollen dir tatsächlich glauben, dass du weder Aliens noch das schockgefrorene Hirn Hitlers suchst? Warum ist dein Hund abgehauen? Ich glaube, das mit der Anzeige da hat was hiermit zu tun. Ob jetzt sich jedes Mal hier so ein Fenster öffnet oder ob die hier wahrscheinlich transparent sind. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Du hast recht, es ist wichtiger, die Welt zu retten, als manche Verschmissen. Einfach so. Es ist höchste Zeit, dass du erfährst, wonach du eigentlich suchst. Dieses Tier, das du schwachsinnigerweise Hund nennst, ist nämlich eigentlich ein fetter, violetter Tapir. Aber... Und dein fetter, violetter Tapir ist erst vor kurzem hier herumspaziert. Aber hast du nicht diesen markerschütternden Schrei gehört? Also hat Charlie doch nicht schon wieder seine Finger in den elektrischen Bleistiftspitzer gesteckt. Mhm. Du kennst nicht zufällig irgendwelche neuen Witze? Also scharf nachgedacht, Taff. Was ist klein, stinkt und lebt in der Kanalisation? Deine Mutter! Deine Mutter? Oh ja, sicher, sehr komisch. Eine Kanalratte. Fast. Ich gebe dir einen Hinweis. Es trägt eine Brille und einen Regenmantel. Was? Ist doch nicht wahr. Da sind sie. Eine dieser widerlichen Mutant Ninja Turtles, die in der Kanalisation leben. Verzeihung, Butch. Ja, Dudley? Allmählich glaube ich deine These, dass manche Leute eigentlich zur Gattung der Mineralien gehören. Das ist ja wohl eine Frechheit. Sonst nichts Neues? Gestern Abend hat Butch den Fall des Schwarzmarktschweinehandels gelöst. Natürlich. Und schon rieche ich wieder die nächste Beförderung. Schweine riechst du nicht zufällig. Ich muss schon sagen, auch wenn du dich wie ein Idiot aufführst, hast du doch Humor. Für heute Abend habe ich genug. Dürfen wir dir noch eine Frage stellen, bevor du gehst? Später vielleicht. Jetzt muss ich gehen. Bla bla bla. Bla bla bla. Schau mal, schau. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Aber wohin? Bla, bla, ich habe bla. Immer noch keine heiße Spur. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Die ist abgeschlossen. Bla bla bla. Ich wüsste nicht, wie ich das anstellen sollte. Bla, bla, bla. Gehört zum Inventar. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich damit eben recht hatte. Zack. Zack. Und nochmal reden. Bla bla bla. Entschuldigt bitte, Leute. Also bis später, Leute. Oh. Warum? Bist du etwa auf den großen Halloween-Ball ins Herrenhaus der Wallens eingeladen? Nun ja, eigentlich ich. Verlass dich nicht drauf, Taff. Bla bla bla. Okay. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla. Vielleicht kannst du da irgendwo gehen. Ach so. Mein lieber Herr Taff. Aus der Tatsache, dass Sie diese Nachricht lesen können, schließe ich, dass diese Abendkurse tatsächlich die versprochenen Wunder wirken. Wer weiß, vielleicht können Sie in ein paar Monaten sogar auch schreiben. Aber wir wollen nichts überstürzen. Das Wichtigste ist jetzt, dass Sie, trotz des Vakuums zwischen Ihren Ohren, das Folgende begreifen. Ich habe Ihr stinkendes Tier in meiner Gewalt. Oh. Wenn Sie ihn nicht in kleinen Scheiben zurückbekommen wollen, kommen Sie heute Abend in den Halloween-Park. Mit freundlichen Grüßen, Jack O'Well. Ich will nur hoffen, dass das nicht wieder so ein Werbegag ist. Aha, ja. Das gehört Pantagruel.
Gänseblümchen. Und sie sind nicht sehr frisch. Na gut, vielleicht kommen wir ja jetzt raus. Bla bla bla. Bla bla bla. Ja. Oh. Das ging schnell. Halloween. Ganz schön am Vegetieren. Wie mein Großvater. Da kommt grüner Sommer raus. Nicht zu fassen, dass du so verzweifelt bist, dass du von mir verlangst, dass ich den hier aufhebe. Heute den Wald, morgen ein Massaker und dann? Wo soll das hinführen, hä? Im Hintergrund eckige Früchte. Wow. Das Kabel, an dem diese Lampen hängen, ist das dickste, das ich je gesehen habe. Also. Alte Dame. Guten Abend, gnädige Frau. Na? Oh, das ist das jetzt ja toll funktioniert. Ist nicht besser geworden. Würden Sie mir wohl etwas über die gute alte Zeit erzählen? Natürlich, junger Mann. Ich denke gern an diese Jahre zurück. Ich hatte alle Hände voll damit zu tun, Rindstrauße zu züchten und ich hatte meine Lebertransplantation noch nicht bekommen. Die Sauer. Letztendlich brach ich auf den alten Lümmel und seine Krücke, einschließlich dem Sack vom Weihnachtsmann. Erstaunlich. Macht's Ihnen etwas aus, mir noch mehr Geschichten zu erzählen? Scheiß die Wand an. Jemand interessiert sich tatsächlich für mein Leben. Nun, es waren leichte Tage im März. Zu dieser Zeit pflegte ich bis in den späten Abend Eicheln unter den alten Eichen zu sammeln. Hat der nicht Eicheln? Vielleicht krieg ich einen Nervenzusammenbruch. Hey, sprichst du mit mir? Nein, gnädige Frau, nein. Ach, Herr Jemine. Wie viel kostet der Eintritt? Die Eintrittskarte kostet sie $10,000. Und nicht nur das. Um in den Halloween-Park hineinzukommen, müssen sie außerdem 25 Pfund angereichertes Uran und den Schädel eines Stegosauriers mitbringen. So viel kostet der Eintritt. Was? War nur ein Späßchen, mein Junge. Laut Vertrag muss ich diesen Satz 20 Mal am Tag sagen. Sehr witzig. Sehen Sie, ich lache sogar noch. Der Eintritt in diesen Park ist fast umsonst, aber nicht ganz. Es ist der einzige Park der Welt, bei dem man den Eintritt in Form von Glukose bezahlt. Bonbons, Lutscher, Konfekt. Warum so großzügig? Ich weiß nicht, aber der Chef mag Zucker anscheinend lieber als Gold. Entweder muss er ein richtiges Schwein sein oder total bescheuert. Na, auf jeden Fall werde ich gut bezahlt. Und obwohl sich in meinem Leben alles um Tratsch dreht, stelle ich lieber keine Fragen. Was für ein Kostüm könnte ich wohl tragen? Ich rate Ihnen dazu, ein originelles Kostüm zu tragen. Zum Beispiel das zerquetschte Gürteltier oder den geißelnden Mönch. Glauben Sie, es regnet heute Abend? Die Voraussagen sind unverständlich, wie immer. Aber ich habe da so eine Ahnung. Das Projektil in meinem Arsch macht mir wieder mal zu schaffen. Die Alte hat's aber faustdick, ey. Liebe gnädige Frau, bedenken Sie bitte, dass ich ein großer Detektiv bin. Wenn Sie mir weismachen wollen, dass Sie bereits verkleidet sind, dann mache ich Sie darauf aufmerksam, dass Sie mit einem solch erbärmlichen Kostüm den Park nicht betreten dürfen. Von den Speichelflecken auf Ihrer Krawatte ganz zu schweigen. Ich verstehe. Ich gehe jetzt lieber. Ob das Ihre Speichelflecken sind? Das ist ohne Zweifel ein Kassenhäuschen. Jetzt zeigt aber, dass du noch weitergehen kannst, ne? Ja, aber... Hey, Junge, ne? Nicht so hastig. Eintritt. Um den Park zu betreten, musst du erst Eintritt bezahlen und vor allem musst du kostümiert sein. Nein! Ich verstehe. Das könnte... Na, hallo? Das ist genauso blöd, als wenn du versuchen würdest, ein Stachelschwein runterzuschlucken. Das Handbuch für Privatdetekt... Ich habe im Moment... Vergiss es.
kann ich hier irgendwas miteinander kombinieren. Wenn diese beiden Objekte dazu entworfen wären, kombiniert zu werden, würde das bedeuten, dass so etwas schon existiert. Ein bizarres Objekt würde einen schicken Namen tragen, sowas wie Tuchperücke oder Perückentuch oder so etwas. Dieser Kittel braucht keine Perücke. Tja. Weißt du, jeder hatte schon mal einen genialen Plan, der niemals funktionieren kann. Kümmern wir uns erstmal um den Eintrittspreis. Hier, bitte. Ich hoffe, die werden mir den Eintritt in den Park nicht verwehren, nur weil mein Hund sie pitschnass gesabbert hat. Der Sabber deines Hundes ist egal. Aber die Tatsache, dass du kein Kostüm trägst, ist ein Problem. Du musst kostümiert sein, um reinzukommen. Andernfalls musst du eben hier draußen dein Gemüt abkühlen. Hey, ich garantiere dir, das macht weniger Spaß, als du denkst. Tja. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir irgendwas kombinieren können und dann zu einer Verkleidung zusammenfügen können, aber... Hey! Vielleicht kannst du ihm die Blumen ansehen, oder... Ihm. Hier, das sind, Willst du mich in Versuchung führen, oder ist das Gemüse für meine Suppe? Mal ist es dies, mal ist es das. Auf jeden Fall ist es unannehmbar. Such dir einen Job, du Penner. Also die Alte hat's aber, Was ist, wenn ich ihr das zeige? Brauchen Sie einen Umhang? So einen habe ich bereits in meinem Rattenloch von einer Wohnung. Hier habe ich eine wunderschöne Perücke für Sie. Was meinst du damit? Was willst du damit sagen? Nichts, gnädige Frau. Wirklich gar nichts. Ich habe sie wohl mit meinem Hund verwechselt. Gut, also dann denke ich mal, kommen wir hier noch nicht weiter. Nicht zu fahren. Heute den... Nein. Ja, aber da kommen wir dann wieder nur hier hin. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla... Kommst du unten noch weiter? Mm-mm. Jetzt erstmal hier was versuchen. Können wir hier vielleicht irgendwas mit dem... Das lasse ich lieber. Das irgendwie... Ich vermute, das würde bedeuten, dass ich meinem Glauben an Perücken... Tja. Die möchte ich nicht anfassen. Ich habe Stunden... Ja, natürlich. In einer idealen Welt könnte ich das vielleicht machen. Es lohnt sich nicht, das zu versuchen. Das ist bestimmt auf dem schlammigen Grund fest verankert. Tja. Das wäre ja fast so bescheuert, wie mit Salzsäure zu gurgeln. Bäh. Vielleicht hätte sie doch nicht auf schwer stellen. Bäh. Da hast ja eine Mietshilfe. Ja. Ich versuchte die ganze Zeit... Nein, nein und nochmals nein. Ja, wieder. Allmählich geht mir der Gesprächsstoff aus. Ja, was soll ich jetzt hier? Kannst du da was in Abwasser tunken oder kannst du da nicht weitergehen? Was soll ich denn hier in Abwasser tunken? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich vermute, das könnte lustig werden. Aber im Moment habe ich leider keine Zeit herumzualbern. Sebastian, du immer mit deiner Alberei. Ich will diesen vermaledeiten Schrank aufkriegen. Er mieft. Nicht solange dieser ganze Müll da drinnen herumschwimmt. Aha. Wenn ich mit meinem Gesicht... genügend fand. Tja. Nicht solange... Es redet rum. Ich werde von der Detektei nicht dafür bezahlt, dass ich putze. Oder? Ich habe heute... Warum? Es ist leid. Ich habe... Vor allem, wo kommt das Wasser her? Ich kann ja hier nicht anklicken. Von dem Schwamm. Ja, aber... Warum kann ich den nicht anklicken? Ach nein. Es hat nicht geklappt. Sesam, öffne dich.
Naja, und wenn... Eigentlich nein. Mein In... Ich denke, irgendetwas an deinem Vorschlag lässt mich glauben, dass du nicht ganz normal bist. Das hebe ich lieber nicht auf. Ich würde riskieren, alles fallen zu lassen, was ich in meiner Tasche habe. Vielleicht kannst du irgendwas mit dem Karton kombinieren? Mit dem Karton? Sicherlich. Was soll ich denn damit... Wie unlogisch ist das denn? Was soll ich denn damit benutzen, den Kittel? Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Ich auch nicht. Ah. Nein, ich komme immer auf das Reden. Wenn ich unbedingt etwas Pelziges... Nein. Das würde bedeuten, dass ich meinem Glauben an... So etwas Dummes habe ich ja noch nie gehört. Naja... Vor allem die Lampe da oben, hat das irgendwas zu bedeuten, dass die so komisch flackert? Und irgendwas muss ich ja mit der Fußmatte anfangen können. Jetzt aber aufgepasst. Aber wo ist denn jetzt dieser Brief? Ach, diese blöden Innentaschen. Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Was? Was? Schön. So kann man natürlich. Sie ist rot. Ich möchte lieber nichts Dummes damit anstellen. Ich könnte ihn noch gebrauchen. Das ist doch nicht wahr. Mal eben den Zettel verloren. Das brauche ich nicht. Ich habe ein paar... Und wie? Ja. Alles mit... Drüben steht eine Leiter, du. Toni, Taff, du. Nein, das hier sieht aus wie eine Steckdose. Hier ist ein Stecker. Ich hatte auch zuerst gedacht, dass wir den Stecker irgendwann hier in die Steckdose stecken müssen. Aber dem ist leider nicht so. Entschuldige nochmal, dass ich dich vollgekotzt habe. Lieber nicht. Die kann ich nicht öffnen. Sie ist... Na, okay. Es wäre besser, es nicht zu... Eine ständige Quelle der Inspiration. Da kannst du Gift drauf nehmen. Ich bin sicher... Das ist der Mast. Das würde... Das kommt gar nicht in Frage. Was für eine Vorstellungskraft. Der ehemalige Mieter hat mir den da vererbt. Möge er in Frieden ruhen. Ja, wir sind im zweiten Teil und wir hängen schon fest. Das liebe ich ja. Das läuft, würde ich sagen. Ah. Die möchte ich nicht anfassen. Ja. Nein. Die Autoren haben mir ver... Nee. Vor allen Dingen, oben kann ich ja auch mich nicht mit denen unterhalten. Entschuldig. Oh, jetzt auf einmal doch. Ah. Weißt du vielleicht, wo ich ein Halloween-Kostüm finden könnte? Hey, Taff, das brauchst du gar nicht. Du bist doch schon ein perfekter Clown. Haha. Was du sagst, kratzt mich nicht. Es geht mir zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Netter Versuch. Dazwischen ist ja auch nichts. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber. Ich bin ganz deiner Meinung. Guck mal, im Keller war doch so ein halber Zettel, ne? Drecksack. Mit dem hier kombinieren, oder was? Bla, bla, bla. Da habe ich eben auch schon dran gedacht. Ich glaube, das habe ich sogar versucht, aber... Oh. Perfekt. Passt genau. Das ungebildete Schafhirtin-Kostüm der Karak Incorporated enthält ein fröhliches Outfit aus gewaschener Wolle im Country-Look, einen Strauß Kunstblumen in Top-Qualität und ein typisches Schweizer Halstuch. Die Zahl der Schafe in dieser Broschüre ist etwas irritierend. Ja, super. Woher kriege ich jetzt das Schaf? Das Halstuch habe ich und die Blumen habe ich. Ein abgetragener, geblümter Kittel. Genau das, was ich brauche. Blonde Go-Go-Locken. Go-Go-Locken.
Go-Go Gadgetomobil. Gänseblümchen. Und sie sind nicht sehr frisch. Bla bla bla. Ich glaube, sie hat genug gelitten. Horatio hat gesagt, Gewaltanwendung gegen Tiere ist eine gute Vorbereitung auf Gewaltanwendung gegen Menschen. Bla bla bla. Bla bla bla. Hier geht's nicht weiter. Bla bla bla. Ich glaube, die ist abgeschlossen. Die eine ist... Ah, das hatte ich auch schon. Die ist grün. Ja, okay. Bla, bla, bla. Manchmal wünschte ich, dass ich ihr das sagen hätte. Ja, Freunde, ich glaube, das soll es erst einmal hier dann wieder gewesen sein. Kopf des Gründers. Er bewahrt sein Charisma und seine Kühnheit, selbst wenn er aufgehängt wird. Weißt du, manchmal verstehe ich. Du musst ganz schön ver... Sir und ein Herr Stark... Bla bla bla. Bla, bla, warum bla, bla. Sollte ich? Bla bla bla. Bla bla bla. Ja, ja, ja. Habe ich hier irgendwas übersehen? Irgendwas Lametta hier, irgendein Strauch. Noch ein Schild Kasse, alte Dame. Guten Abend, gnädige Frau. Seinem Alter nach könnte er den großen Archibald wohl gekannt haben. Müssen Sie Ihr Kostüm tragen? Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen über die Leute stellen? Ah! Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen über die Leute stellen, die sich schon im Park befinden? Nur eine. Das ist eine Frage der Berufsehre. Haben Sie jemals jemanden den Park mit etwas besonders Auffälligem betreten sehen? Zum Beispiel, wie soll ich sagen, mit einem fetten, violetten Hund. Ob ich jemals was gesehen habe? Ich möchte wissen, ob Sie jemals jemanden gesehen haben, der sich verdächtig benahm. Ja, jemanden, der vielleicht einen großen, zappelnden Sack auf dem Rücken trug. Oh nein, ich habe dich vorhin gewarnt. Du hast deine Frage bereits gestellt und deinen Bonus aufgebraucht. Ihrem Alter nach könnten Sie den großen Archibald Wallen gekannt haben. Ach ja, der alte Archie. Was für wilde Zeiten haben wir miteinander erlebt. Er war so ein ergebener und fleißiger Junge, mit einem hervorragenden Auge für Intimhygiene. Ach, wenn es davon doch nur heute noch welche gäbe. Könnten Sie etwas lauter sprechen? Auch wenn mir manche seiner Interessen nicht zusagten, zum Beispiel seine Vorliebe für Perücken. Wie geht's ihm übrigens? Er kam auf tragische Weise durch einen Meteoriten ums Leben. Als er beim Versuch, unter dem Geschützfeuer von 40 kubanischen Söldnern eine Wasserstoffbombe zu entschärfen, in einen Bottich Schwefelsäure sprang. Ich habe diese Szene immer noch ganz deutlich vor Augen. Im Ernst? Ja, klar. Nein, er kämpfte tapfer für seine Prinzipien und starb als Held. Seine Leidenschaft für Perücken führte ihn zur schwarzafrikanischen Küste, wo ein Stamm der berühmten kahlköpfigen Kadai-Krieger seine Lektionen mehrere Monate lang stur ignorierte. Dadurch blieb ihm nichts anderes übrig, als Gewalt anzuwenden. Und er versuchte dem Häuptling platinblonde Locken auf den Kopf zu nähen. Aufgrund einer völlig unerklärlichen Überreaktion einer Randgruppe extremistischer Krieger wurde er augenblicklich aufgespießt. Und erst dann wurde... Hey, aufwachen! Was sind das für Manieren? Hast du was gesagt? Ja, und es war sehr wichtig. Du meinst... Müssen wir Kostüme tragen, um in den Park zu kommen? Ja, unbedingt. Aber muss man wirklich kostümiert sein, um den Park zu betreten? Ich dachte, ich hätte mich deutlich ausgedrückt, aber anscheinend ist meine Arteriosklerose bereits schlimmer, als ich dachte. Die Antwort lautet ja. Du musst ein Kostüm tragen, um hineinzukommen.
Aber vielleicht kannst du das jetzt, nachdem du den Zettel. Aber ist es wirklich absolut notwendig, ein Kostüm anzuhaben? Legst du es darauf an, dass ich schließlich aus schierer Verzweiflung nachgebe, junger Mann, oder hast du ernsthafte Gehörschäden? Hä? Nichts. Ja, ein Kostüm ist Pflicht. Anweisung des Parkbesitzers. Nochmal. Aber ist es wirklich absolut notwendig, ein Kostüm anzuhaben? Legst du es da... Hä? Ja, okay. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, das geht noch weiter. Gut, Freunde, dann soll es... Ich gehe jetzt besser. Genau. Er geht und wir gehen auch, nämlich aus diesem Teil. Und dann schauen wir mal im dritten Teil, was es da mit diesem Kostüm so auf sich hat. Macht es gut. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch erst einmal gefallen. Bis zum nächsten Mal. NRW Boy 18. Adieu. Adieu.